Hey meine Freunde, in diesem Video geht es um das Thema Hunger. Also wie vermeide ich Hunger in der Diät oder wie kann ich, Hunger in der Diät vermeiden ist natürlich schwer, aber wie kann ich es eindämmen, sage ich mal. Ich selber hatte ja vor kurzem eine Wettkampfphase, eine Wettkampfdiät und in den letzten 3 bis 4 Wochen hatte ich nur 1600 Kalorien. Das ist natürlich bei meinem Körpergewicht verdammt wenig, vor allem 1600 Kalorien. Wenn man schon so niedrig ist mit dem Körperfett, ist verdammt schwer. Also wenn man jetzt, wer sich 20 Kilo Übergewicht hat und dann auf 1600 Kalorien geht, das ist kein Problem, weil die Fettoxidation so hoch ist, dass man das kaum merkt. Egal, ich drifte schon ab. Also 5 Tipps gegen den Hunger. Tipp Nummer 1 wäre ganz trivial, ganz einfach. Viel trinken und viel Obst und Gemüse essen. Also Sachen, die ein hohes Volumen haben, die euren Magen relativ gut füllen, aber wenig bis gar keine Kalorien. Das hilft euch natürlich gegen den Hunger immens, wenn euer Magen schon ein bisschen mehr gefüllt ist. Tipp Nummer 2, viele Ballaststoffe essen. Also Ballaststoffe haben extrem viele Vorteile, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen. Mindestens 10 Gramm pro 1000 Kalorien solltet ihr konsumieren. Aber in der Diät hauptsächlich geht es darum, voll zu bleiben. Und was machen Ballaststoffe? Die verlangsamen die Verdauung. Also, wenn wir viele Ballaststoffe essen, dann fühlen wir uns länger satt, länger voll. Und genau das wollen wir ja. Tipp Nummer 3 wäre, ganz viel Eiweiß essen. Also Eiweiß sättigt von den verschiedenen Makros, also Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett am besten. Und wenn man eben am längsten gesättigt sein will, dann sollte man schon darauf achten, relativ viel Eiweiß zu essen. Unabhängig davon, dass Eiweiß eben auch dafür sorgt, dass die Muskeln am besten erhalten bleiben. Sättigt ist auch, wie eben schon gesagt, von den 3 Makronährstoffen am besten. Deswegen sollte man schon in der Diät seinen Eiweißkonsum vielleicht ein bisschen erhöhen. Genaue Angaben zum Eiweiß, wie viel man da essen sollte, mache ich jetzt nicht. Das müsste eigentlich in ein separates Video, das ist ein bisschen komplexer. Aber wie gesagt, Eiweiß sättigt am besten, deswegen in der Diät relativ viel Eiweiß essen. Dann seid ihr auch am längsten satt. Tipp Nummer 4 wäre, essen dann, wenn man hungrig ist. Es gibt doch tatsächlich Leute, die morgens, obwohl sie keinen Hunger haben, in der Diät hingehen und morgens was frühstücken. Ihr braucht morgen nichts frühstücken, wenn ihr eben morgens keinen Hunger habt. Spart euch lieber die Kalorien für die Phase, wo ihr hungrig seid, weil dann könnt ihr sie gebrauchen. Also, wenn man jetzt morgens keinen Hunger hat, nichts essen. Wenn man jetzt abends weniger Hunger hat, lieber mehr morgens essen. Also keine unnötige Mahlzeitfrequenz, die eurem Biorhythmus gar nicht angepasst ist, anwenden. Also esst dann, wenn ihr hungrig seid und esst eben nicht, wenn ihr nicht hungrig seid. Das hilft euch über den Tag natürlich dann. Sachen wie IF kann man auch auf jeden Fall ausprobieren, sind auf jeden Fall ein Versuch wert. Und der letzte Tipp wäre im Bunde, sich zu beschäftigen. Also wenn ihr in der Diät seid und nichts zu tun habt, zu Hause rumsitzt und nichts macht, ja dann werdet ihr die ganze Zeit ans Essen denken, ist doch klar. Wenn ihr euch aber draußen beschäftigt mit Sachen, die euch körperlich oder geistig fordern, dann werdet ihr auch gar nicht die Möglichkeit dazu haben, die ganze Zeit ans Essen zu denken. Macht was, geht raus, unternimmt was, beschäftigt euch, treibt Sport, macht Cardio, macht irgendwas, wo ihr eben nicht essen könnt dabei. Und das ist, glaube ich, auch der beste Tipp, weil wenn man wirklich beschäftigt ist, wenn man wirklich was zu tun hat, was einem auch Spaß macht oder wenn man wirklich gefordert ist, dann wird man auch nicht so krass dazu tendieren, die ganze Zeit ans Essen zu denken. Und das war's auch schon mit meinen 5 kleinen Tipps gegen den Hunger. Und denkt daran, Hunger ist immer psychologisch und hat nichts mit einem Energiemangel zu tun. Also müsst ihr manchmal auch einfach nur stark bleiben und eure Ziele immer fest im Auge haben. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video helfen können. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis später.